Er geht das erste raus. Viel Spaß damit. Dankeschön, Kenny. Bitte, bitte. Ciao. Ciao. Okay. Also hier haben wir den nächsten. Let's go. Bitteschön. Ich küsse dein Auge. Ja. Yeah. Auch hart am Representen, passend zu Adia Alanik. Ja, ihr wisst. Perfekt. Freut mich. Was für YouTube, dies, das, come on. Jungs. Ja, ja, fit ist Ice Cat, stupid. Geil. Freut mich. Make kids read again. Mission completed. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich in diesem Vlog rede. Aber ich habe mich jetzt hier in ein Hotelzimmer eingebucht. Ich bin alleine hier, aber ich habe jetzt auch spontan gebucht. Habe da noch Zahnbürste und so weiter und so fort vom Hotel bekommen. Weil der gute Herr hier ist einfach einen Tag zu früh in Berlin. Das heißt, ich war eigentlich für morgen bei der Tag geplant und irgendwie verpeilt und deswegen bin ich jetzt spontan auch über Nacht hier und ja, deswegen ist ein ganz nettes Hotel Titanic, der ein oder andere musikalische Rapper kennt diese Absteige, sag ich mal, ja, ich werde hier ein bisschen chillen, wie ist das, übernachten und dann geht's morgen zu einem Event noch und ja, mehr gibt's da nicht zu sagen. Ja, der Boy ist auch hier am Start, am Raven, mit der Nueve. Genau, the fucking vibes, man. Let's do it. Hi. Hi. Wie geht's dir? Erstmal nach deiner Show? Ja, mir geht's gut. Ich habe jetzt endlich was getrunken. So, davor nicht. Aber ich freue mich auf jeden Fall. Ich habe ja gar nicht so viel gesehen, wie es am Ende aussah. Aber alle Models waren da. Alle haben das toll gemacht. Und ich bin auf jeden Fall glücklich, dass so ein halbes Jahr an Arbeit jetzt auch einfach mal präsentiert wurde und fertig ist. Ja. Ich hatte ein paar Sachen so beobachtet, aber ich würde erstmal gerne wissen, so aus deinem Mund, was so das Konzept, die Idee, das Design-Ethos so grundsätzlich war. Das Ding ist, ich habe mich immer gefragt, was ist eigentlich meine Kultur? Weil wenn man irgendwie hier aufwächst und vermeintlich deutsch ist, dann fragt man sich manchmal, was ist eigentlich mein Background, wo komme ich eigentlich her? Weil mich das auch viele Leute immer gefragt haben, schon in der Schule so, wo kommst du her? Und dann habe ich mich mit meiner Oma so ein bisschen unterhalten und die ist halt damals im Zweiten Weltkrieg geflohen. Aus heutzutage Polen, damals war es noch Deutschland, eben vor der Roten Armee. Und weil das eben unsere Familiengeschichte ist und ich schon früher diese Storys immer so mitbekommen habe und mir das so auch immer auf dem Herzen lag, weil das so etwas Schlimmes ist und so dramatisch, wollte ich dem irgendwie so gerecht werden und halt für sie
so eine Erinnerung schaffen daran und das auch irgendwie aufarbeiten und dann natürlich jetzt so, krasserweise ist jetzt auch dieser Aktualitätsbezug da, es gibt schon wieder einen Krieg, Leute müssen fliehen, müssen ihr Zuhause verlassen und ja, deswegen haben wir dann noch so ein bisschen versucht, das auch noch mit einzubeziehen, indem wir halt Spenden gesammelt haben, damit wir, weil das Thema ist natürlich Krieg und Flucht, aber das, was wir natürlich wollen, ist, dass niemand je wieder aus dem Krieg fliehen muss. Und dafür kann jeder sein Mindestes tun, auf jeden Fall. Ja, finde ich sehr schön. Alles gut. Ja. Finde ich sehr schön. Falls du da noch einen Spendenlink und so weiter hast, packe ich das in die Infobox. Grundsätzlich, ich habe das so ein bisschen mit dem Reisen bzw. mit der Flucht gesehen, weil ich habe mir ist auch gefallen, dass du halt zum Beispiel viel auch so Stoffe verwendet hast, wie Matrosen zum Beispiel nutzen, die Jacke mit der Tasche zum Beispiel. Das ist mir sehr, sehr bewusst geworden. So. Ist ja auch so ein Material. Mhm. Und halt auch, was mir auch sehr bewusst oder beziehungsweise sehr aufgefallen ist, dass du halt zum Beispiel so Teeservice als Taschen benutzt hast. Das war sehr aufmerksam und sehr präsent in der ganzen Kollektion. Fand ich auch super interessant und jetzt auch mit dem Bezug, den du gesagt hast, super toll. Wie lange hast du jetzt an der Konzeptionierung beziehungsweise der Ausarbeitung dann gebraucht? Tatsächlich war die erste Idee für diese Kollektion schon im Juni letzten Jahres. Und dann habe ich angefangen, so ein bisschen zu zeichnen, mir Dokus anzuschauen, mit meiner Oma zu reden, eben versucht, so viel Informationen wie möglich zu bekommen. Ich bin nach Polen gereist, zweimal, und habe mir dort angeschaut, wie es eben jetzt da aussieht, weil es tatsächlich so ein bisschen ist wie vor 100 Jahren. Und das ist super, also ich finde sowas einfach super beeindruckend, wenn man so komplett andere Kulturen sieht und du siehst, da ist irgendwie was passiert mit den Menschen. Das ist so eine besondere Story. Und dann kamen leider für mich aber viele Jobs dazwischen, sodass ich es dann immer verschoben habe, verschoben. Und jetzt richtig intensiv arbeite ich seit Oktober. Da habe ich nämlich auch, musste ich nicht reinschneiden, aber meinen Job gekündigt. Mhm. Und jetzt halt nur noch jeden Tag, den ganzen Tag genäht, weil ich habe ja auch jedes Piece selber gemacht. Das ist halt auch so ein Ding. Also ich habe ja kein Team, außer halt eben Jakob, der macht immer meinen Marketing-Management-Part, aber das Nähen mache ich eben alles selbst. Okay, krass. Wo warst du in Polen? Das ist eine gute Frage. Also es heißt Schwibus auf Deutsch, aber Swibocin auf Polnisch. Und das Dorf von meiner Oma, wo sie eben geflohen ist, das hieß früher Merzwiese und jetzt heißt es Wieczyska. Okay. Und in den beiden Orten war ich eben. Und gerade in diesem Ort Wieczyska, also Oma hat uns dann die Fotos gezeigt und dann das richtige Haus dazu gezeigt und mir gezeigt, so war es und so ist es aber jetzt. Und man sieht, dass es tatsächlich so sich nicht viel verändert hat. Also es ist fast wie vor 100 Jahren, so die Leute leben da wie in so einer kleinen Bubble und das wollte ich eben auch so ein bisschen in dieser Kollektion zeigen im Sinne von, wir nehmen eher klassische Dinge, die irgendwie einen historischen Bezug haben, so dass man eben dieses Feeling irgendwie kreieren kann von, okay, das ist so eine Bubble und ein Zeitraum, den wir da darstellen. Ja, hat man gespürt, sag ich ehrlich, so man konnte sagen, okay, das ist eine bestimmte Ära oder Epoche, die du da wirklich festgehalten hast, durch Schnitte, durch Elemente, wie gesagt. Dass die Menschen, wenn die fliehen, so halt auch ihr Teaservice so an seinen Binden. Genau, das ist halt, du weißt es nicht, es ist von einem auf den anderen Tag, so hat mir meine Oma das auch erzählt, und dann heißt es, wir müssen jetzt weg, und die Leute klammern sich an Dinge, das glaubt man gar nicht, aber das hat sie auch erzählt, ihre Mutter hat dann Silberbesteck mitgenommen, was sie von ihren, so von Generationen geerbt hat, weil das ist halt das, was ihr wichtig ist, und man denkt, natürlich haben die immer gedacht, sie kommen wieder nach Hause, aber so ein paar Sachen, die dir am Herz liegen, die nimmst du halt mit. Und das sind dann ganz random Dinge, wie irgendwie ein Teeservice oder ja, was auch immer, eine Vase hatte ich ja auch, ne? Sowas, genau. Oder eine Erinnerung eben. Ja, was mir, wenn ich drüber nachdenke, auch so sehr aufgefallen ist, du hattest, glaube ich, als erste Tasche, die rausgekommen ist, halt auch so einen Behälter für Flüssigkeiten oder wie auch immer. Ja. Und dann kamen die Teeservice Purple. Ja. War das so eine conscious, also eine bewusste Entscheidung, dass du das so gestalten hast? Tatsächlich nicht. Die Runway-Order haben wir heute erst festgelegt, okay. So sieht es nämlich aus. Und, aber an sich, wenn du es so sagst, dann macht es schon Sinn, ja. Ich hatte festgestellt, so, das sind alles halt auch wirklich alte Materialien. Mhm. So, das, ich weiß, dass heutzutage natürlich auch ein Bewusstsein dafür herrscht und das ist halt auch sehr, ein sehr oft genutztes Thema, so halt auch die Umwelt zu schonen und Umweltfreundlichkeit ist das für dich auch im Fokus gewesen, weil ich glaube, du nutzt halt auch wirklich nur so eco-friendly Materialien. Beziehungsweise, also oder was recycle. Man auf jeden Fall sagen muss, also erstmal war mir wichtig, alle Materialien sind natürlich.
Weil so künstliche Stoffe in dem Sinne gab es ja früher noch nicht. Ne? Und dann habe ich, ich würde mal sagen, die Hälfte der Sachen sind eben tatsächlich wiederverwendete Materialien. Also sei es Leder aus irgendeiner Autoproduktion habe ich zum Beispiel oft oder Leder aus einer alten Lederjacke, Leder aus einer Hose, die bei meinem Opa in der Werkstatt lag, also teilweise auch Sachen mit Familienbezug. Dann zum Beispiel eine handgewebte Tischdecke von meiner Oma aus Leinen, das war auch ein Outfit. Okay. Oder zum Beispiel ein Getreidesack von 1888 habe ich auch verwendet. Also solche Dinge, die eben dadurch, dass sie die Geschichte haben, auch eine Geschichte erzählen können. Das finde ich immer super schön. Was steht denn für dich jetzt in der Zukunft an? Was ist das? Das ist eine gute Frage. Jetzt kommt natürlich wieder, man sucht sich ein neues Thema. Ich arbeite sehr gerne, das ist meine Passion, meine Leidenschaft. Ich werde mir immer was Neues suchen. Ich werde jetzt erstmal wieder mich inspirieren, schauen und dann eben das Nächste kreieren. Und zwischendurch aber auch, das haben wir auch so ein bisschen als Konzept, dass man eben auch mal so kleine Capsule-Kollektionen macht, die dann eben rauskommen. Einfach mal so, zum Beispiel abgewandelte Teile von der Show jetzt. Da werden wir dann dran arbeiten, dass man die Schnitte noch ein bisschen kommerzialisiert und dann eben so in kleinen Stückzahlen produziert. Wir machen ja alles in Berlin, wenn man stückzahlenweise produziert. Genau. Und alles, was halt so kommt, man weiß es ja nicht. Okay, freut mich. Wo kann man dich denn finden und wo kann man deine Sachen finden oder beziehungsweise was kann man bei dir in Auftrag geben? Also meine Sachen finden kann man entweder auf Instagram @sf1og oder im Internet www.sf1og.com. Die Website steht aber auch auf Instagram nochmal. Und jeder kann mich jederzeit fragen, wenn er irgendetwas gerne in Auftrag geben möchte oder wenn der Person irgendetwas gefällt, was ich gemacht habe natürlich. Also ich kann ja auch maßschneidern, das kann man immer machen und habe ich auch schon manchmal für Künstler und so gemacht. Ja, habe ich gesehen. Gibt es viel Variety. Okay, habe mich sehr gefreut. Alle Informationen packe ich nochmal in die Infobox und Glückwunsch nochmal. Vielen, vielen Dank.